Liebe, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Computer, Grußfrequenzen aktivieren. Heutiges Thema, Baden oder Duschen. Grundsätzlich hat ja beides seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich bevorzuge das Bad, sofern denn kein Zeitdruck herrscht. Baden dient für mich prima der Entspannung. Der Reinigungseffekt ist dabei eher zweitrangig. Zum Erfrischen, Wachwerden oder für schnell mal eben zwischendurch ist die Dusche zweifelsfrei die bessere Wahl. Aber so ein wohliges, heißes Wannenbad, insbesondere in den kalten und dunklen Jahreszeiten, das ist Wellness pur für die geschundene Seele. Und wenn ich heiß sage, dann meine ich auch tatsächlich kurz vorm Sieden. Falls man ein Quietscheentchen zu Wasser lässt und es sich grotesk zusammenfaltet, um zu einer unförmigen Pfütze zu zerschmelzen, wie in dem Musikvideo zu Black Hole Sun von Soundgarden, dann ist genau die perfekte Temperatur erreicht, um die alte Fregatte zu Wasser zu lassen. Richtig schön die Klöten zu Wittgegrad. Man muss förmlich erstarren vor Furcht, sich in der Wanne zu bewegen. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich beherzt einen Fuß in die Wanne setze, die Rezeptoren dann sofort Alarm schlagen und ich in katatonem Stupor in alberner Pose gefangen denke: Verdammt, und was jetzt? Reglos verharrend, an die Decke starrend, den Arsch am Wannenboden festgeklebt wie ein Spiegelei an der alten, ungefetteten Gusseisenpfanne. Ha, herrlich. Herrlich. So wird selbst der widerspenstigste, hyperkinetische ADHS-Kasper in seine Schranken verwiesen und zur Entspannung in vollkommener Stasis und Agonie verdammt. Nur eine kleine Unachtsamkeit und hektische, ungelenke Bewegung und deine Arschbacke wird gnadenlos gehäutet. So viel ist klar. Die Schweißperlen stehen auf der Stirn. Ist es Angstschweiß oder doch den infernalen Temperaturen geschuldet? Ach, ist das entspannend. Ein ganz entscheidender Faktor zum maximalen Wellnesserfolg ist natürlich auch die sorgfältige Wahl des richtigen Badezusatzes. Da ist die Auswahl ja heutzutage riesengroß und man fühlt sich nur allzu leicht erschlagen und überfordert vor dem Regal. Doch haben meine jahrzehntelangen Selbststudien Folgendes zutage gefördert. Punkt 1. Badeperlen. Ein beliebtes Weihnachtsgeschenk, welches dann üblicherweise verschämt weiter verschenkt wird oder dazu verdammt ist, sein Dasein fortan als ewiger Dekoartikel im Wellness-Tempel zu fristen. Hübsch anzusehen, kommen sie zumeist in einer gläsernen Retro-Bonbonniere, pastelliges Farbspektrum ähnlich wie Weihnachtskugeln, duften schön. So ungefähr stelle ich mir die Ausscheidungen eines Glücksbärchens vor. Aber möchte man sich denn wirklich mit etwas in die Wanne legen, das von der Konsistenz wie das Geleich eines prähistorischen Grottenolms anmutet? Ganz zu schweigen von dem befremdlichen Gefühl, wenn so ein Ding unter deinem Hintern schmatzend zerplatzt wie ein eitriger Abszess und sein glibberiges Sekret direkt vor Ort freisetzt. Die Hülle behält übrigens noch etwas länger ihre Form und wabert wie eine vegane Wurstpelle noch eine ganze Weile fröhlich in der Wanne mit umher und schmiegt sich gerne an den Körper. Männliche Teenager kennen das Gefühl. Aber schön ist anders.
Badesalze. Von Badezusätzen in kristallinen Form rate ich ebenso ab, denn auch diese beeinträchtigen das Badeerlebnis subjektiv negativ durch, will sagen, inadäquate Arschhaptik. Bis zur vollständigen Auflösung vergeht eine geraume Zeitspanne, in der man sich mit unschönen Knirsch- und Kratzgeräuschen auf Emaille, somit wie mit lästigem Gekrümel in der Kimme abplagen muss. Auch beim Aufrichten des Rumpfes haften die grobkantigen Partikel dann am Rücken der wie Feinsplitt, was ein gemütliches Zurücklehnen praktisch verhindert. Badekugeln und Badebomben zählen des Weiteren auch in diese Kategorie, versprechen zusätzlich kurzweiligen Prickelspaß, doch ist dieser nur von kurzer Dauer und oft sind diese deutlich greller eingefärbt. Beide Badezusätze haben auch den Nachteil, dass da so gar nichts schäumt. Und Schaum beim Baden, das ist schon ein Muss irgendwie. Schwarzer Kaffee, Junge. Weißt du eigentlich, wie gut der schmeckt, Junge? Echt jetzt? Und wenn ich Kaffee sag, oder? Dann meine ich richtig dunkelschwarzen, kochend heißen. Echt leckeren, extrem schwarzen Kaffee, Junge. Im Gegensatz zum Kaffee übrigens, da bevorzuge ich keinen Schaum. Danke. Ui. So. Punkt 3. Medizinische Badezusätze. Wenn ich, so wie heute übrigens, mal wieder Rücken habe, dann ist so ein Rheumabad genau das Richtige. Und auch ein zünftiges Erkältungsbad bei einer amtlichen Männergrippe kann wahre Wunder wirken. Doch Obacht ist geboten, denn wenn man seine Eier nur wachsweich und nicht hart gekocht haben möchte, muss man die Badetemperatur etwas niedriger wählen als üblich. Schaum gibt's da leider auch wieder nicht. Dafür gerne mal Kreislaufprobleme, was das Erlebnis und den Grad der Entspannung nachhaltig schmälern könnte. Es spricht also einiges für das Duft- und Schaumbad, wobei auch da das Spektrum an Auswahl gigantisch scheint. Auch wenn ich ansonsten eher kein Freund von Großgebinden bin, liegt meine Präferenz da sicher auch aus nostalgischen wie pragmatischen Gründen ganz klar beim preiswerten Klassiker Schaumbad mit Fichtenduft im praktischen 20 Kilo Riesenkanister, der in keinen handelsüblichen Badezimmerschrank und auch kaum auf die Badewannenumrandung passt. Dafür muss man die Pulle nur einmal im Jahr kaufen. Hat sich bewährt. Ich glaube, da kommt die Post. Nee, nicht um die Uhrzeit. Nein, mach lieber weiter. Da das endlich geklärt wäre, geht es nun an den eigentlichen Prozess des Badens an sich. Wie gestaltet man idealerweise das Umfeld, um den Entspannungseffekt möglichst zu maximieren und dabei den Reinigungsvorgang auch noch effektiv einzubinden? Nun, das richtet sich selbstverständlich nach den persönlichen Präferenzen und Gepflogenheiten und die variieren stark. Schenkt man den gängigsten medialen Klischees Glauben, so sind für einige die obligatorischen Romantik-Teelichter unverzichtbar. Selbe Fraktion nimmt auch gerne ein Buch und ein Glas Wein mit in die Wanne. Ich würde allerdings wirklich gerne mal wissen, wie die da die Seiten umblättern. Naja. Auf jeden Fall sollte im Vorfeld dafür gesorgt sein, dass das gewünschte Ambiente stimmig und gefällig ist. Das beinhaltet die Beleuchtung, egal ob nun Teelichter, Kerzen, Flutlichtmasten oder Dimmer, eine gewisse Basishygiene,
Ordnung und auch schon vor dem Bad einen angenehmen bzw. mindestens neutralen Geruch. Zwar empfiehlt es sich grundsätzlich, das kleine und oder große Geschäft zwingend vor dem Bade zu erledigen, doch sollte der zeitliche Abstand auch so gewählt werden, dass potenziell störende olfaktorische Faktoren bis dahin allesamt beseitigt und verschwunden sind. Das gilt auch für Katzenklos und so weiter. Weiter gilt es abzuwägen, ob man gerne musikalische Untermalung dazu wünscht oder Ruhe bevorzugt. Und falls Musik, dann welche? Auch dies kann das Badeerlebnis massiv beeinflussen. Es macht einen elementaren Unterschied, ob man ein Hörbuch, seichtes Softrock-Radio-Popgedudel oder die neue Marduk in der Playlist hat. In einer Zeit vor der digitalen Musik hatte ich beispielsweise über viele Jahre den Soundtrack zu Conan der Barbar in meinem alten CD-Spieler, der immer dann zum Einsatz kam, wenn mir nach epischem Wannenbad war. Und noch früher war es ein Kassettenrekorder mit Hörspielen. Welche Art der Musikuntermalung man hier haben möchte, hängt natürlich auch stark davon ab, wie man das Baden an sich gestaltet. Wo liegt der Fokus? Was ist die Intention? Möchte man ausschließlich relaxen? So reichen sicher dezente Wellnessklänge oder beruhigendes Vogelgezwitscher. Wer lieber meditieren will und danach trachtet, die nächste Bewusstseinsstufe zu erklimmen, der braucht dafür vermutlich gar keine Musik. Überhaupt eignet sich so ein Wannenbad ganz vortrefflich zur inneren Einkehr und Selbstreflexion. Vor allem der akustischen. Denn so eine Wanne verfügt bauartbedingt über nahezu einmalige akustische Eigenschaften und vermag auf diese Weise selbstproduzierte Körpergeräusche unnachahmlich in Resonanz, Fülle und Hall zu verstärken und durch das gesamte Rohrsystem vom Obergeschoss bis in den Keller zu leiten. Somit können sich schlichte Gemüter und gelangweilte Hobbykomponisten die Zeit damit vertreiben, eine schier unerschöpfliche Bandbreite an Tonvarianten aus dem Rektum zu feuern und durch geschickte Kontrakturvarianz und rasante Druck- und Lageveränderungen Tonhöhen und Frequenzen wunschgemäß anzupassen und gegebenenfalls zusätzlich mit Timbre, Effet und Extrabass die Komposition noch anspruchsvoller zu gestalten. Außerdem eignet sich dies auch wunderbar zur nonverbalen Kommunikation, um beispielsweise seine Frau im Untergeschoss zu grüßen. Oder vor angreifenden Orks zu warnen. Oder mit brünftigen Buckelwalen Kontakt aufzunehmen. Mit Wookies zu kommunizieren. Cthulhu fürs Dagon und den großen Alten zu huldigen. Die Grenze setzt dabei praktisch nur das Talent und der eigene Wille. Man munkelt, dass es mal jemandem gelungen sei, nahezu sämtliche instrumentale Figuren aus Sergei Prokofjews Klassiker Peter und der Wolf im Alleingang zu intonieren. Probiert das unbedingt mal aus. In diesem Sinn. Dankeschön. Danke. Fertig. Yeah.
zu.